Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Madame You Are Unique, dein Weg zu deinem wahren Ich. Wir haben heute ein Thema für euch vorbereitet, was enorm wichtig ist und jeden Einzelnen betrifft. Sowohl Mamas, Papas, Kinder, jede einzelne Seele. Und dazu haben wir auch einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar die liebe Sabine Menken. Wer die Sabine Menken noch nicht kennt und noch nicht weiß, was die Sabine macht und welches Thema sie für uns vorbereitet hat, das will ich jetzt noch nicht verraten, der sollte am besten gleich sich das Ganze anhören. Und die Ada führt ein Interview mit der lieben Sabine, und ich wünsche euch viel Spaß, und jetzt übernimmt die Ada. Ja, Sabine, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und ja, schön, dass du da bist. Und ich freue mich auf dieses Gespräch. Ich grüße dich auch von Herzen und vielen Dank für die Zeit, die du für dieses Thema dir auch nimmst. Ja, sehr gern. Bevor wir mit dem Thema starten, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wann bist du vielleicht zum ersten Mal mit diesem Thema in Verbindung gekommen? Ja, wir sprechen heute über geistige Zusammenhänge. Mein Name ist Sabine Menken. Ich habe 3 Kinder. Und in meinem ersten Leben sozusagen habe ich fertig studiert und Promotion angefangen als Diplom-Volkswirtin, was mir heute, ich sage fast in meinem dritten Leben, sehr hilft, gesellschaftspolitische Denkmuster zu verstehen und wo wir gerade als Seelen drinstehen, in welcher Zeitqualität. Ich bin dann über die Kinder zur Waldorfpädagogik und dann zur Anthroposophie gekommen und habe sofort in meinem Herzen gespürt, hier bin ich angekommen. Da gibt es ganz, ganz wichtige Dinge, die ich eigentlich schon weiß. Eigentlich leben die in mir, aber durch das Beschäftigen im Außen, damit wurde das alles wie reaktiviert. Und ich habe so eine Freude und Begeisterung gespürt über die Dinge und bin dann auch tatsächlich gerne in Lesekreise gegangen, wo wir Rudolf Steiner gelesen haben. Aber ich habe auch viel Sekundärliteratur gelesen und merkte einfach, da wird was wach in mir. Was ich vielleicht als Kind schon erlebt habe, weil du gefragt hast, seit wann beschäftige ich mich mit so Dingen? Und ich kann mich erinnern an so ein Urerlebnis, da war ich 4 Jahre alt und habe ich plötzlich realisiert durch meine Augen, ach, jetzt bin ich da in meinem Körper eingeschlossen, da komme ich jetzt so schnell nicht mehr raus. Das war ein ganz tiefes Ich-Bewusstseins-Moment, wo ich als kleines Mädchen merkte, mein Ich wohnt jetzt in einem Körper und schaut durch 2 Augen und das ist jetzt mein Zuhause und oh, das war so ein Schmerzmoment von, das dauert jetzt, bis ich da wieder richtig raus kann. Und das ist ein geistiges Erlebnis, kann man sagen, an das sich ein Kind erinnert. Und das erklärt schon ein bisschen was, wovon wir heute sprechen. Und deswegen habe ich in meinem ganzen Leben eigentlich nie was anderes gelesen und mich beschäftigt, als mit den Fragen der Seelenentwicklung. Ich habe jetzt 10 Jahre Menschen auch begleitet auf ihrem Seelenweg, nach den biografischen Rhythmen, so wie wir das in der anthroposophischen Biografiearbeit auch lehren und lernen, die Jahrsiebte, die Rhythmen, denen wir alle auch im Lebenslauf unterliegen. Und habe aber eben auf dem Mutterweg diese gesellschaftspolitischen Dinge sehr verfolgt, wie mit Müttern umgegangen wird, was sich da in unserem Denken entwickelt. Und das Denken ist ja nur ein Teil der Seele. Und wie wir Konstrukte bilden, Narrative bilden über die Mutter und was die Mutter muss und sein und was die Kinder sind. Habe das sehr schmerzlich verfolgt. Das führte ja 2015 zu meinem ersten Buchprojekt Die verkaufte Mutter und jetzt 2020 Mütter der neuen Zeit und es wartet schon ein neues Buchprojekt. Also bin ich in meinem dritten Leben, kann man sagen, jetzt auch noch freie Autorin. Ja, sehr interessant. Also heute sprechen wir ja über das Thema. Das Thema ist für mich nicht so ganz neu. Aber so die tiefe Zusammenhänge kenne ich nicht. Ja, deswegen würde ich dir einfach Fragen stellen, die so ein Laie stellen kann. Kannst mir mich dann auch korrigieren, falls, und zwischendrin werde ich auch fragen. Wir sprechen heute über Inkarnation der Seele, also quasi in ein Kind, wenn ein Kind geboren wird, wie lange die Inkarnation dauert. Und warum ist es enorm wichtig,
auch in dieser Zeit nicht von der Mutter getrennt zu werden als Kind, ja? Genau, also über diese Zusammenhänge und ich freue mich total auf dieses Thema. Magst du uns erklären, was Inkarnation ist? Also ganz einfach kann man das ja aus dem Lateinischen übersetzen. Incarnatio ist, glaube ich, der Urbegriff Menschwerdung, Fleischwerdung. Da hört man ja schon, da geht es um etwas, was werden will in uns, was noch nicht fertig ist. Wir sind nämlich als Kinder und als Erwachsene Lernende. Ständig wollen wir Mensch werden. Und so kann man eigentlich mal ganz kurz auf den Punkt bringen, wir sind nie richtig inkarniert. Wir sind nie fertig mit der Inkarnation, auch als Erwachsene nicht. Ja, das ist sozusagen ein sukzessiver Prozess, der, man kann sagen, mit dem Inkarnationsentschluss dieses geistig-seelischen Wesenskern im Kosmos anfängt. Irgendwann muss sich der entscheiden, ich will da runter. Und ich nehme mir bestimmte Themen vor. Und dann ist es die Frage, ob das gelingt oder nicht, denn wir sind ja freie Menschen. Die Freiheit ist unser höchstes Gut und wir haben einen freien Willen, so ist die Schöpfung. Und was wir dann aus dieser Chance machen im Leben, liegt ja letztlich an uns. So, und das schafft aber natürlich Konsequenzen. Das merken wir, was wir machen, wie wir handeln, wie wir sprechen, wie wir denken, schafft unterschiedliche Möglichkeiten im Alltag und auch im Umraum, im Sozialen, ja, wie wir Menschen begegnen. Das ist natürlich völlig klar und daran erwachen wir, daran werden wir bewusst. Das heißt, Menschwerdung ist eigentlich das Ziel des Menschen und der ganzen Erde, dass wir wirklich wahre Menschen werden. Da kann man jetzt lange drüber philosophieren, was ist wirklich der wahre Mensch. Aber der Mensch im Sinne eines aufrichtigen geistigen Weltbildes und ist natürlich etwas, was niemandem etwas zuleide tun will, was ethische, moralische Grundsätze hat, was Werte mitbringt für diese Welt, damit die Schöpfung bewahrt wird. Ja, dass wir nicht unsere Ressourcen ausnützen, dass wir andere Menschen nicht ausnützen, missbrauchen, manipulieren, ihnen Gewalt antun. Ja, dass wir nicht in Hass und Wut auf andere uns ausleben und so weiter. Da mal auf die Schnelle gesagt, das sind ja alles seelische Unbewusstheiten, die wir oft mitbringen, an denen wir arbeiten und die wir versuchen zu erkennen. Also das ist diese Menschwerdung auf diesem Planeten Erde, dieser lange, lange Weg, der eben über viele Erdenleben geht. Das kann man aber nur denken, wenn man ein geistiges Weltbild hat. Das heißt, Inkarnation setzt ja voraus, dass ich nicht nur den Menschen als materiellen Zellhaufen wahrnehme, sondern dass ich spüre, da gibt es auch unsichtbare Welten, die kann man erforschen, über die kann man lesen, da kann man sich mit beschäftigen, wie du das machst und dann erweitert sich das. Je mehr ich da reingehe, desto mehr werde ich auch geführt, diese besonderen Welten wahrzunehmen. Auch die Traumwelt gehört wichtig, hat C.G. Jung ganz viel drüber geschrieben. Was sind eigentlich Träume? Ist auch ein Teil der geistigen Wahrnehmung, die wir haben. Aber auch im Zwischenmenschlichen oder dass wir die Blumen und die Blüten nicht nur und die Bäume und überhaupt Mutter Erde nicht nur als eine Materie verstehen, sondern als etwas Belebtes, was ein Lebensumfeld hat und wo Wesen sich bewegen, die es ermöglichen, dass es überhaupt das alles gibt. Das heißt, wir müssen anfangen bei dem Weltbild, den jeder hat und bin ich bereit, mich auf so ein feinstoffliches, unsichtbares Weltbild einzulassen. Dann kann ich auch verstehen, was sozusagen die Seele hier will auf Erden und was ihre Aufgabe ist und mit was sie konfrontiert wird. Das heißt, diese Inkarnation ist eigentlich ein Prozess, der Menschwerdung. Und das heißt, dass du aber quasi diese Entwicklung nicht nur in einem Leben machst. Ne? Also du kannst mehrere Leben hier auf der Erde verbringen und im Endeffekt wäre das Ziel, quasi Mensch zu werden mit diesen ganzen Vorstellungen, Moralvorstellungen, also das, was einen Menschen auch ausmacht, was du angesprochen hast, dass wir die Erde, die Natur, andere Menschen schätzen und niemandem etwas oder Leid antun. Ja? Genau, also es ist ja letztlich,
von dem Urbild her wie eine göttliche Sehnsucht, ich sage mal, dass Gott sich selbst sehen wollte im Menschen, das Ebenbild erschaffen hat. So lesen wir es ja in der Bibel. Also, dass der Mensch das Göttliche in sich wiederfindet. Aha, aha, aha. Das ist ja das Ziel dieses langen Menschheitsprozesses, das Göttliche im Menschen zu erwecken. In der Anthroposophie nennt man das die Ich-Kraft, also dass ich Schöpfer meines Lebens bin und dass ich verstehen kann, welche Konsequenzen meine Taten schaffen. Und also im Sinne von, was tue ich anderen an, wie werde ich wahrgenommen, ja, in meinem Umfeld, aber auch welches Leben kann ich mir schöpfen. Wir reden heute sehr viel ja von Potenzialentfaltung, das gehört sozusagen in diese Thematik mit hinein. Wie kann ich als Mensch mein Potenzial entfalten? Das ist so die eine Schiene, also wie greife ich nach meinen höheren Aufträgen, nach meinen Fähigkeiten. Aber dazu gehört auch immer wieder der Spiegel, wie oben so unten, wie innen so außen. Um diesen Weg zu gehen, muss ich mich auch mit meinem Schatten beschäftigen, mit meinem Sonst kann ich diesen Weg nicht gehen. Und diese Unbewusstheiten, die ruhen eben auch in jedem Menschen. Und das ist der Seelenweg, auch da das geistige Klarheit, Wachheit hinzubringen. Das ist der Abstieg. Wir nennen das, in den Einweihungsprozessen wurde das früher der Aufstieg und der Abstieg genannt. Jedem Aufstieg steht eben auch ein Seelenabstieg gegenüber. Es geht nicht nur um den Aufstieg, sondern auch um den tiefen Abstieg in mich hinein. Weil Inkarnation heißt, die Seele geht ins Fleisch. Das ist ja Inkarne, das Fleisch, also Fleischwerdung. Das heißt, die Seele ergreift das Fleisch, damit sie es führen kann. Sie ergreift den Körper, der Tempel ist, damit sie sich selbst führen kann, ganz bewusst. Und das sind viele, 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 viele Prozesse. Wie ist es denn dazu gekommen, dass wir diesen Zugang zum Schöpferischen, diesen Zugang zu unserer Seele, ich würde nicht sagen verloren, also dass wir unsere, also es gibt ja Menschen, die einfach, sage ich mal, einfach leben, ohne sich große Gedanken zu machen, was ist meine Bestimmung, warum bin ich hier, was ist meine Mission, dass sie ganz oft sich selbst auch belügen, ne, sich selbst nicht hören. Wie kommt es dazu, dass der Mensch diesen Zugang zu eigener Seele, zum Wissen eigener Seele verliert, dass ich dann mit meinen, sage ich mal, 35 einfach total unglücklich bin, obwohl die Seele vielleicht ja eigentlich oder ganz oft was anderes will, als ich momentan hier tue. Also die Aufgabe, unsere Aufgabe ja auf dieser Erde ist auch, glücklich zu sein, glücklich zu werden, ja, diesen Weg zum Glück, zu innerer Zufriedenheit zu gehen. Und wie passiert das, dass ich dann irgendwann einfach mein inneres Ich nicht mehr höre? Das ist eine sehr komplexe Frage, liebe Ada. Ich versuche es mal zu beantworten. Also es gibt auf jeden Fall zwei Ebenen. Das eine ist die kulturell-historische Ebene, die menschheitsgeschichtliche Ebene und das andere ist die persönliche Ebene. Also man muss ja verstehen, dass auch menschheitsgeschichtlich die Menschen auf dem Weg sind durch ganz viele verschiedene Kulturepochen. Und da gab es sehr weit entwickelte Kulturepochen, wo die Menschen noch sehr nahe mit dem Göttlichen verbunden waren. Aber dieses Göttliche war aufgehoben in klare Hierarchien. Die Führer eines bestimmten Volkes waren eben immer auch die Priester. Das heißt, die waren eingeweiht, die waren sehr, sehr stark verbunden mit dem Göttlichen, mit ihrem Strom und konnten so die Menschen führen. Und dann wollten die Menschen sich ja Stück für Stück emanzipieren von dem Hierarchischen. Das ist ein langer Weg. Eine wichtige Epoche war die griechisch-römische Epoche, wo wir uns in den Verstand hinein entwickelt haben, wo Strukturen gebildet waren, bis hin zur Aufklärung, dass der Mensch über sein Denken immer klarer sich selbst ermächtigen konnte. Da war zum Beispiel Martin Luther, ja, ein ganz wesentlicher Baustein, aber auch die Französische Revolution, ja, da gab es so starke historische Ereignisse, in denen die Menschen gemerkt haben, ich will aber
doch irgendwie anders teilhaben an dieser Gesellschaft. Und dann gibt es natürlich immer Mächtige, die daran interessiert sind, dass das nicht passiert, weil sonst kann ich ja keine Macht ausüben. Da gibt es ja immer auch einen Kampf, ja. Denn diese Selbstermächtigung der Menschen ist nicht von allen gewollt. Und der Verstand war eine Möglichkeit, über das Denken einen Zugang zur Welt und zu mir zu bekommen und mich in der Welt anders selbst zu ergreifen. Aber der Verstand hat sich auch sehr, sehr stark entwickelt und uns eigentlich vom Herzen abgeschnitten. Der Verstand ist so stark geworden jetzt in den letzten Jahrhunderten, wo wir uns eigentlich schon ins Bewusstsein hinein entwickeln. Aber da ist sozusagen eine Selbstdynamik in der Verstandesseele, ja, wie soll man das sagen, die hat sich so hineingeschlichen, als ob der Verstand alles verstehen könnte und wissen könnte. Ja, einher die Technik, dass wir praktisch die Natur des Menschen mit der Technik ergreifen können. Und das ist jetzt das, was uns ganz stark vom Herzen abschneidet, von dieser Stimme, von der du sprichst, wo ich eigentlich eine ganz andere Form von Ich-Zugang brauche als über den Verstand. Also jetzt geht es ja gerade in der neuen Zeit darum, den Verstand loszulassen, der immer in positiv-negativ denkt, der gespalten ist, der so ein 1-0-Funktionsmechanismus hat, der man ganzheitlich versteht. Ja, weil ganzheitliche Kontexte sind eben immer, sind immer heil, streben immer nach Ausgleich, ja, versuchen immer zwischen Erde und Kosmos zu vermitteln und nehmen Erde und Kosmos mit ein. Also Gesundheit ist zu verstehen als etwas, was mit Erde und Kosmos zu tun hat. Kann ich Gesundheit und Heilung nicht verstehen. Na, das kann ich nicht nur als Mensch verstehen, der ein materieller Zellhaufen ist. Aber das versucht uns der Verstand vorzugaukeln. Und das ist das, was jetzt auf dem, also kollektiv und persönlich eigentlich das größte Hindernis ist. Wie kommen wir wieder ein Stück aus dem Verstand raus und verwenden ihn da, wo er notwendig ist, aber nicht für die Ich-Entwicklung, weil da kennt er sich überhaupt nicht aus. Was das heißt, das Ich zu entwickeln, ist eine Herzensangelegenheit und wie öffnen wir unser Herz? Das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage. Wie geht es überhaupt, mein Herz zu öffnen? Weil das sind viele Widerstände, Ängste. Und jetzt die Frage, natürlich passiert es in der Kindheit persönlich, ja, dass wir unser Herz zumachen, weil die Kinder kommen ganz offen, sind total offen, aber sie erleben über ihr Karma natürlich eine Geschichte. Sie nehmen ihren Rucksack wieder auf in der Kindheit und verschließen dann oft ihr Herz in der Kindheit. Und das ist das Tragische. Und dann muss man es wieder aufmachen und das tut weh. Das trauen sich die wenigsten. Und dann ist es einfacher, immer so weiterzumachen, wie man es als Kind gelernt hat, dass irgendein Mama und Papa einem sagt, wo es lang geht und was man zu tun hat. Und diese Projektionen auf Mama und Papa sind dann oft andere Mächtige, ja, ob es dann der Lehrer ist oder der Ehemann oder auch die Politiker, ja, die einem sagen, wo es lang geht, dann bleibt man sozusagen in der Hierarchie stecken. Weil sich selbst zu ermächtigen ist eben ein schöner, aber auch ein schmerzhafter Vorgang, der mit Mut zu tun hat, mit Selbsterkenntnis, mit Unsicherheit, mit Zweifeln. Alles Wege, die wir noch nicht so gut kennen eben. Ja, es ist vor allem, ich denke mal, das Herz zu öffnen. Also ich stecke so bestimmt seit 2-3 Jahren schon in diesem Prozess drin, ja. Und das ist, mich schmerzt am meisten diese Selbstverantwortung, dass ich dann nicht mehr sagen kann, die Welt ist böse, die Menschen um mich herum sind böse, sondern das, was du am Anfang auch gesagt hast, was innen so außen, ja, dass ich einfach, dass die Außenwelt die Projektion meiner inneren Welt ist. Und wenn mich irgendwelche Menschen, also sagen wir ganz banal, irgendwie wütend machen, aggressiv machen, dann heißt es nicht die bösen Menschen, sondern wo ist das bei mir innen drin, dass diese Menschen überhaupt auf meinem Weg sind, dass sie mich so triggern. Und diese Selbstverantwortung zu sagen, ich habe das selbst in der Hand und ich kann das auch verändern, ja, das ist dann quasi, also bei mir ist es schmerzt mich am meisten dann, ne? Weil da auch wirklich so diese innere Arbeit, also für mich innere Arbeit bedeutet, ja. Natürlich, weil diesem Schmerz zu begegnen heißt, ich konfrontiere mich mit meinem inneren Kind,
Sie hat sich meistens sehr gut geschützt, in irgendeine Ecke im Herzen zurückgezogen. Und darüber zu sprechen, das müssen wir ja gerade alle erst lernen, über unsere Gefühle zu sprechen und dann auch wieder so über die Gefühle zu sprechen, dass der andere sich nicht vereinnahmt fühlt davon. Ja, und der andere muss lernen zuzuhören, ohne gleich sich verantwortlich zu fühlen für diese Gefühle. Das ist in Fragen der Kommunikation, der heilsamen Kommunikation, der gewaltfreien Kommunikation, ja. Das sind einfach wirkliche Übungsfelder. Wie kommunizieren wir über uns, ohne den anderen zu vereinnahmen, zu kolonialisieren, sagt man in der Paartherapie. Und da lernen wir im Sozialen aber ganz viel, ja, dass wie bleibe ich bei mir und meinem Prozess. Und dann, wenn das Herz sich öffnet ein Stück, ist es immer wie, als ob ein Schleier weggeht. Ja, den Schleier der Isis heben, sage ich immer, weil wir sehen die Welt durch einen Schleier. Man kann schon lernen, auf die Welt objektiv zu gucken, aber man muss Stück für Stück ganz gut bei sich bleiben, um das objektiv in der Welt wahrzunehmen. Mhm. Meistens nehmen wir es erstmal total subjektiv wahr, vor allem, ich sag mal, bis wir 40, 50 sind. Ja, dann sind ja manche Prozesse schon gelaufen. Aber diese subjektive Wahrnehmung ist wichtig, dass wir die uns gegenseitig tolerieren da drin. Ich kann ja meine Prozesse gehe, verstehe ich auch den anderen besser in seinen Prozessen. Und das ist das soziale Potenzial da drin, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, weil dann merke ich, ach, der ist wütend und es hat gar nichts mit mir zu tun. Da fühlt man sich nicht gleich so persönlich angegriffen, ne? Sondern ach, der steckt jetzt da gerade in irgendwas drin. Und wenn ich mein Herz öffne, sogar für die Wut vorm anderen, kann ich den vielleicht stehen, was macht ihn wütend? Und ich merke, oh, vielleicht kann ich mich nochmal anders ausdrücken, vielleicht hat er ja irgendwie was falsch verstanden, ich versuche es nochmal auf eine andere Art. Ja, und so wachsen wir einfach aneinander. Ja, es ist sehr schön, was du sagst, wir können die Verantwortung nicht mehr abgeben. Ja. Was denkst du, ist das denn jetzt der Weg, ich habe mal darüber gelesen, dass quasi der richtige oder der perfekte Weg wäre, zu lernen, mit dem Herzen zu denken. Dass man quasi nicht sagt, Verstand jetzt, also Verstand, mein Gehirn, der ständig irgendwelche Impulse sendet und, ne, und ich versuche alles logisch zu verstehen, dass das quasi nicht richtig ist. Ich muss mehr in das Herz rein, ja, das heißt mehr fühlen, das Herz mit einbinden bei bestimmten Entscheidungen oder wenn es um das Thema Selbstliebe geht. Und dass wir sowohl das Herz als auch den Verstand eigentlich nicht ablehnen sollten, sondern wirklich beide in Balance bringen sollten, dass man anfängt, mit dem Herzen zu denken. Weißt du, was ich meine? Weil diese Epoche des Verstandes, ja, dass die führt ja auch zu keinem ausbalancierten Leben, also eines Menschen. Dann sind wir, trotzdem fehlt ein Stück, das Herz fehlt, ja. Und wenn wir aber jetzt sagen, wir möchten unbedingt jetzt viel mit dem Herzen machen und würden den Verstand quasi so ein bisschen ablehnen, als böse darstellen und sagen, ja, der Verstand hat uns total quasi in die Irre geführt, ist es ja trotzdem ein Teil von uns, was wir aber gar nicht ablehnen können, ne? Dann würden wir uns selbst ablehnen. Irgendein Körperteil von uns ist falsch. Verstehst du, was ich meine? Ich kenne diese Gedanken, aber ich finde sie nicht ganz hilfreich, sage ich ganz ehrlich, weil sie klingen schon so verstandesmäßig. Also auch, ich finde, auch das ist ein verstandliches Konstrukt. Ich muss jetzt den Verstand und das Herz balancieren, so. Und dann hat man eine Vorstellung, wie es geht. Aha. Und immer wenn wir in der Vorstellung sind, sind wir nicht im Hier und Jetzt, sondern dann sind wir, dann stellen wir was davor. Es ist viel hilfreicher zu verstehen, dass die Seele dreigliedrig ist und das Denken ist ein Teil der Seele. Und dann gibt es das Fühlen und dann gibt es das Wollen. Das heißt, wir haben eine dreigliedrige Seele, das ist auch sehr wichtig, wenn wir über die Inkarnation des Kindes sprechen, ja, dass zu einer bestimmten Phase mehr der Wille wichtig ist, des Kindes anzusprechen, zu einer bestimmten Phase des Fühlen und zu einer bestimmten Phase des Denkens. Und diese drei wie soll ich das nennen, diese drei Seelenglieder sollten wirklich selbstständig werden. Und die sind bei uns total verwurschtelt miteinander. Und,
das ist eigentlich ein Weg für den Erwachsenen, indem er versucht zu entschleunigen und immer wieder sich wahrzunehmen, sich Raum zu geben. Also ein erwachsener Prozess der Selbstliebe, wie du vorhin gesagt hast, so dass ich in jedem Moment weiß, was ist gerade nicht hilfreich, meine Gedanken oder was fühle ich und was ist mein Impuls. Wir müssen immer auf allen drei Ebenen gucken, was wollte ich gerade tun, warum tue ich es nicht, was hindert mich, wo sind meine Gefühle und welche Gedanken habe ich dazu. Und wenn wir uns verstehen auf diesen drei Ebenen, fühlen, denken und wollen, dann verstehe ich meine Seele und mein inneres Kind und kann mich dem öffnen und hinwenden. Und die Balance geschieht einfach nicht als Konstrukt, sondern die Balance geschieht, wenn ich authentisch bin. Und da wir so einseitig sind, müssen wir manchmal, ja, ich habe ja vorhin gesagt, auch Polaritätsgesetz, wir sind wahnsinnig einseitig im Moment. Und wer den Weg geht, muss dann manchmal eine ganz lange Zeit in eine ganz andere Ecke. Wie als ob ich es ausgleichen muss. Da kann man nicht sagen, ich konstruiere das jetzt so. Natürlich ist der Verstand nichts Schlechtes. Wir stehen immer auf dem Grund, den wir gebaut haben. Es gibt in dem Sinne ganzheitlich nichts Schlechtes, weil wir wollen ja nicht polarisieren. Wir wollen nur unseren Weg erweitern. Ja, und so schnell kommen wir aus dem Verstand gar nicht raus, da müssen wir uns auch keine Vorstellungen machen. Also das Verstand, das Herz schließt alles ein, das heißt, das Herz liebt auch den Verstand. Das Herz ist sozusagen die Ganzheit, das alles darf sein, die Liebe. Und mit der Liebe kann ich alles umschließen, meine Gedanken, meine Gefühle und mein Tun und es dann angucken und selbst reflektieren und das aus Liebe und jetzt. Der Weg automatisch in eine Balance, die mich führt. Ah ja, okay. Ja, ja. Ja, total. Das macht total Sinn. Also ist das verständlich, was ich sagen will? Ich lasse Ja. Also bei dieser quasi, was ich jetzt angesprochen habe, ne, habe ich das mal irgendwo gelesen, dass das total notwendig ist. Habe ich jetzt eben gemerkt, dass ich da aber keinen Weg sehe, wie soll ich das denn machen? Ne? Also das ist dann wieder was Technisches. Ne? Mein Gehirn sagt, ich schließe Herz dazu, was, ne, so. Genau. Aber es ist dann total, macht total Sinn, einfach die Seele als denkende, tunende und fühlende Seele oder die Teile zu sehen. Und dann kann man ja sich selbst beobachten, was in diesem Moment geschieht. Bin ich mehr denkend, mehr fühlend oder ne, so? Und dann ergibt sich quasi das Handeln. Ja, ja, es geht immer um Selbsterkenntnis. Schon, also ja, wer sich mit Mysterien beschäftigt, weiß, dass ein großer Mysterienplatz in Griechenland in Delphi war und da steht, erkenne dich selbst. Das ist das Ziel der Menschwerdung und zwar oben und unten im Sinne meiner höchsten Aspekte, aber eben auch meine inneren Schatten und Dämonen. Und beides geschieht zusammen, wenn ich aufmache für mich. Und das geht durch Entschleunigung, das geht durch Verlangsamung, durch nach innen wenden. Und wir sind ja gerade alle in einem wahnsinnigen Prozess der Verlangsamung. Das wird uns ja richtig aufgezwungen. Ich sage immer, wir haben gerade ein kollektives Retreat. Ja. Das ist so, dann muss ich ja viel mehr mich jetzt mit meinen eigenen Prozessen beschäftigen, weil manches geht nicht mehr so, wie wir es so einfach machen wollen. Ne? Und wir müssen umdenken, aber wir müssen auch anders handeln und unsere Gewohnheiten anschauen und all die Dinge. Also es geht um Selbsterkenntnis. Und das Selbst ist eben das im höchsten Aspekte, mein Wesenskern. Aber mit diesem Selbst ist eben auch was Unbewusstes verbunden. Und es gehört dazu, das zu erkennen. Ja, also wenn wir das auch ganz auf den Alltag so runterbrechen, wäre das zum Beispiel, dass in dieser Zeit, die wir jetzt haben, dadurch, dass die Kinder zu Hause bleiben oder die Eltern nicht mehr arbeiten gehen, in dieser ja Familiensituation, die jetzt quasi neu konstruiert worden ist, ne, dass nicht jeder irgendwie jeden Morgen weg ist und wir begegnen uns wieder abends, ja, dass in diesem in dieser neuen Situation, der neuen Konstellation, wer zu Hause ist und mit wem, dass wir da, wenn wir das als Chance sehen, auch unsere Schatten sehr wohl sehen können. Warum kann ich mit meinem Kind in dieser oder in dieser Situation nicht? Dann kommen ja wirklich so Schatten ans Licht, ne? Oder? Wenn ja, es ist sehr dramatisch.
Natürlich, ja. Man muss die Eltern ein bisschen in Schutz nehmen. In dem Sinn, es kommen ja viele Schatten hoch, aber wir haben uns kollektiv natürlich völlig verlaufen. Mhm. Und es wird jetzt einfach sowas von bewusst mit diesem Hyperkonsum und mit dieser einseitigen materialistischen Wirtschaftsordnung, die wir haben, die ja nur auf Wohlstand, Reichtum, Veräußerlichung, Luxus aus ist, ja, und uns Glauben macht, Glück liegt im Häuschen und im dreimal Urlaub fahren, ja, und so weiter, mhm, und so weiter. Und die Kinder brauchen vor allem eine gute Ausbildung, damit sie glücklich sind. Das sind ja alles Narrative, die wir jetzt in Frage stellen dürfen. Mhm. Aber der Fall ist manchmal sehr tief. Mhm. Und das möchte ich nicht beurteilen. Wir können und dürfen und sollten es als Chance sehen. Aber es ist wirklich, gerade für Familien, glaube ich, teilweise, was passiert ist im Lockdown, eine Tortur gewesen, plötzlich in eine Situation geschmissen zu werden, die man gar nie mehr geübt hat. Und die Eltern merken, sie haben gar keine Bindung zu ihrem Kind. Mhm. Sie wissen gar nicht, was das Kind braucht und wie es funktioniert. Und mich dem jetzt wieder zu öffnen, weil ich merke, ohne Beziehung kann ich ein Kind nicht begleiten, weil ich kenne sein Wesen nicht. Ja, ich kenne seine Seelensprache gar nicht mehr. Ich habe mich damit gar nicht beschäftigt. Ich dachte, ich kann das an den Kindergarten delegieren. Der Staat hat mir doch Glauben gemacht, ja, dass man Fremdbetreuung, dass das gut ist fürs Kind und jetzt bin ich selber verantwortlich. Ja, wie geht denn das überhaupt? Mhm. Also das waren oder sind keine einfachen Prozesse und es ist sicher verständlich, wenn viele Eltern froh sind, wenn die Kindergärten und Schulen wieder aufmachen. Ja, ja. Aber eigentlich geht es genau darum, führe ich das Leben, was ich wirklich wollte und sind nicht unsere Kinder mit ihrem göttlichen Wesen etwas, was uns was zeigen will da drin. Denn sie sind ja Lichtträger, das dürfen wir nicht vergessen. Sie sind noch viel mehr mit dem Kosmos verbunden als wir, die schon so abgeschnitten sind. Und dadurch spiegeln sie uns ganz viel im System, werden leider deshalb schnell zu Symptomträgern. Mhm. Das ist dann die ganze Geschichte mit der Diagnostizierung der Kinder, was ganz furchtbar ist. Aber wenn wir sie als Lichtträger verstehen, dann merken sie, was sie uns spiegeln. Und sie spiegeln uns, wie unheil diese Welt ist. Und sie zeigen uns eigentlich, wie unglücklich sie sind und was sie brauchen. Mhm. Und für die neue Zeit sage ich immer, immer wieder, sind die Kinder die Tore. Um in die neue Zeit zu kommen, müssen wir verstehen, was sie brauchen, weil sie wollen uns etwas von der göttlichen Welt erzählen. Mhm. Und dann erst können wir die Seele des Kindes begreifen, wenn wir dieses Licht und diese Erzählung, die das Kind in seiner Art, wie es zum Beispiel spielt, wie es präsent ist, wie es leuchtet, wie es mit Freude eigentlich auf die Welt zugeht. Wenn wir davon was verstehen, dann verstehen wir etwas von der göttlichen Welt. Mhm. Ja, total schön. Ja, und wir verstehen dann, mein Gott, was sind wir eng geworden? Was sind wir dauernd in der Vorstellung, wie wir zu ticken haben? Ja, was meinen wir, was wir alles tun müssen? Und dann steht das kleine Kind da und will eigentlich einfach nur Zeit und Staunen und Ehrfurcht vor der Schöpfung zum Beispiel haben. So ein Kind kann sich an jeder Blume, an jedem kleinen Marienkäferchen erfreuen und sieht die ganze Schöpfung in so einem kleinen Tierchen oder in einer kleinen Blume. Ja, ja. Also pars pro toto, wie im Kleinen, so im Großen. Das Kind nimmt es wahr. Und wir können uns dem hinwenden, aber es beginnt mit einer Entscheidung. Mhm. Man muss sich dafür entscheiden und dann ändert sich das ganze Leben. Mhm. Ja, total spannend. Wie geschieht denn diese Inkarnation der Seele? Also wie kann man diesen Vorgang sich vorstellen? Also zum Beispiel, geschieht das schon bei der Zeugung? Oder wann weiß die Seele, dass sie genau zu diesen Eltern kommen möchte, um dann quasi sich zu entwickeln, bestimmte Entwicklung durchzulaufen, ja auch, die Seele braucht? Wann geschieht das alles? Kann man das irgendwie... Also das sind natürlich sehr, sehr, sehr okkulte Vorgänge. Da weiß ich auch nicht überall Bescheid. Mhm. Aber es ist auf alle Fälle so, dass die Seele sowohl auf der Erde als auch im Kosmos die Planetensphären durchläuft. Ja. Mhm.
Und diese nachtodliche Arbeit, die wir machen, die Planetensphären zu durchlaufen, die führt dazu, dass wir sozusagen kosmischen Bewusstsein davon bekommen, was unser Karma ist und was wir ausgleichen wollen, was wir jetzt lernen wollen. Ja, also was weiß ich, sagen wir mal, jemand hat als Vater seine Kinder überhaupt nicht wahrgenommen, hat irgendwie 4 Kinder und war nur mit seinem Beruf beschäftigt, dann ist es vielleicht sein tiefster Impuls, ja, jetzt das zu spüren auf der anderen Seite, wie ist es, so einen Vater zu haben, der überhaupt nicht fähig ist, ihn zu sehen und daraus aber einen Lebensentwurf zu kreieren, ein guter Vater zu werden, im Sinne von, mir ist diesmal ganz wichtig, mich auf der weiblichen Seite, mein Herz zu öffnen, auf der Empfindungsseite zu leben, die Kinder wahrzunehmen und so weiter. Ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Aber ich will erklären damit, dass sozusagen der Impuls, den wir haben für ein bestimmtes Leben, mit anderen Leben schon zu tun hat. Also wir schauen ja nachtodlich wie auf dem Plateau, auf das, was wir geschaffen haben, und wir wollen uns weiterentwickeln. Das ist ja die Chance, die wir haben. Also beschließt die Seele, und das ist ein wirklich starker Willensimpuls, und ich würde sagen, damit fängt die Inkarnation an, mit diesem Willensimpuls, ich will hier wieder, ich probiere es nochmal. Ja, so. Ich nehme es nochmal auf mich, weil das ist ja nicht leicht. An manchen Kindern sieht man das, die wollen gar nicht so wirklich. Den muss man, den Inkarnationsimpuls, immer wieder so ein bisschen schieben, ja, weil es echt auch schwer ist für die Seelen im Moment, hier anzukommen. Ja, also das hat eben mit unseren Strukturen und Machtverhältnissen und einer wirklich einseitigen materialistischen Weltauffassung zu tun, die eben gar nicht kindgemäß ist. Ja, deswegen ist es schwer. Aber dieser Impuls, ich will das jetzt, und dann hat man ja eine Seelenfamilie, mit der man bestimmte Themen bearbeitet und die dann bestimmten Absprachen, karmischen Absprachen, sich auch begegnen für ihre gegenseitigen Aufgaben und schafft ein Resonanzfeld zu seinem Thema, was dann auch einen bestimmten Sog, so stelle ich mir das vor, aber das weiß ich jetzt nicht, aber es ist, glaube ich, wie ein tiefer energetischer Sog auch zu einer Familie und deren Ahnen hin. Und das wird lange vorbereitet, also für uns von der Zeitdimension gar nicht vorstellbar, wie das vorbereitet wird. Da spielen große Hierarchien mit. Aber es hat was mit Resonanz und Seelenfamilie zu tun, weil wir kennen uns ja irgendwo. Ne? Wenn wir uns wieder entdecken, ob wir unseren Partner oder unsere Kinder, da ist ja so eine Grundliebe da auch. Und das heißt, du hast ja in unserem letzten Interview auch gesagt, dass die Seele lebenlang inkarniert, ja? Und gibt es da so bestimmte, sage ich mal, Lebensabschnitte, die so bezeichnend sind für bestimmte Teil der Inkarnation? Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, zu diesem Zeitpunkt inkarniert, also ich sage jetzt ganz einfach, weil ich mich da nicht so auskenne, Schicht A zu dieser Zeit, Schicht B bist, ne, auf dieser feinstofflichen Ebene. Kann man da was so Zeit festlegen oder erklären? Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, Ada. Die Entwicklung zwischen Erde und Himmel sind hohe, hohe Gesetzmäßigkeiten. Die ganzen Planeten unterliegen festen, hochmathematischen Gesetzmäßigkeiten, die Erdumlaufbahnen, der Wachstum auf der Erde. Ja, das hat mit heiliger Geometrie zu tun. Das hat mit dem goldenen Schnitt und der Fibonacci-Reihe zu tun, dass alle Wachstumsprozesse in Gesetzmäßigkeiten eingebunden sind. In der ganzen Natur, wenn wir hingucken, und so auch beim Menschen. Der Mensch hat 2 Augen, hat 2 Arme, 2 Beine. Keiner stellt es in Frage. Keiner sagt, wieso hast du nicht 3 oder 4 Augen? Du bist doch individuell. Nein, wir sind eben nicht nur individuell, wir sind auch universell. Und bevor wir eigentlich verstehen wollen, immer, wo sind wir so wahnsinnig individuell, sollten wir mal verstehen, wo wir universell sind, im Sinne, wo sind wir gleich, wo sind wir Teil von Erde und Kosmos, wo sind wir verbunden, nämlich in diesen Gesetzmäßigkeiten. Und eine wichtige Gesetzmäßigkeit sind die Jahrsiebte, die man ja auch physisch beobachten kann. Der Zahnwechsel ist ja bei
fast allen Kindern zwischen 6 und 7 Jahren. Ja? Dann ist zum Beispiel so eine wichtige Zäsur, wie du gesprochen hast, dann ist nämlich so ein ganz großer Inkarnationsvorgang abgeschlossen, weil die Geburt, die leibliche Geburt, hat noch andere Geburten, wie du sagst, Schichten. Wir haben ja eine Aura mit verschiedenen Schichten, kommen beim Kind Stück für Stück an. Kein Kind ist mit seiner ganzen Aura sofort da, sondern es ist erstmal mit dem physischen Leib da und braucht seine Lebenskräfte für den Aufbau des Körpers. Die ganzen Lebenskräfte sind damit beschäftigt, die Organe zu entwickeln. Das ist hochkomplex, der Wachstumsprozess, so ein kleines Kind, ist so sehr wachsen wir nie wieder wie am Anfang. Und erst wenn das abgeschlossen ist, stehen diese Lebenskräfte wirklich dem Kind zur Verfügung. Vorher zieht es an der Mutter mit den Lebenskräften, deswegen sind die Mütter so ausgelaugt. Und es ist eine Symbiose am Anfang, auch energetisch. Und die Mütter fühlen das, weil sie fühlen ja oft schon, oh, das Kind hat Hunger, dann kommt der Milcheinschuss, dann schreit das Kind. Diese Synchronizitäten, die wir beobachten können als Mütter, die zeigen, da muss man keine Bindungstheorie lesen, das ist ja auch Verstand, aber aufgrund von Beobachtung, sondern wir dürfen uns öffnen für diese Wahrnehmung von Synchronizität zwischen Mutter und Kind. Das ist am Anfang die ersten 3, 4 Jahre eine Symbiose. Und das ist natürlich eine allmähliche Entwicklung. Die Symbiose, wenn das Kind gerade geboren ist, ist ganz stark. Ja, und dann lässt es langsam nach, weil Kinder lösen sich allmählich. Das ist normal. Und in diesen 7er-Rhythmen sind zum Beispiel 3er-Rhythmen drin. Und ganz wichtiger ist immer, dass das Kind zuerst den Raum ergreift, mit Laufen, ungefähr 1 Jahr. Dann greift es die Kommunikation, das Soziale, das Ich und Du. Das ist der 2er-Prozess, da geht es ins Ich und Du. Und dann kommt das 3. dazu, ich bin ein eigenes Wesen, trotz Alter. Ja, ich denke selbst und ich bin. Und jetzt grenze ich mich ab. Und dann kommt mit 3 die große Ich-Zäsur. Also immer ein Dreiklang, 1, 2, 3. Erstes Jahr 7, Willensbildung. Da will das Kind den Raum ergreifen, in dem es sich aufrichtet und die Welt versteht. Das ist jetzt auf einer größeren Ebene die 1. Und dann kommt im 2. Jahr 7 erst die soziale Bildung. Ja, es geht sozusagen mit der Seele in den Ich- und Du-Prozess und bildet das erste Mal einen eigenen Innenraum aus. Vorher hat das Kind keinen eigenen Innenraum. Und wir sprechen aber die Kinder die ganze Zeit so an, ja. Kann ich jetzt nur anschneiden, ist alles sehr komplex. Das heißt, das seelische Eigenerleben erfordert, dass das Kind ein Abbild bilden kann von dem Äußeren im Inneren, ein Seelenbild. Und das kann es erst im 2. Jahr 7. Und deswegen liegt die Vorpubertät auch im 2. Jahr 7 mit 8, 9 Jahren, weil dann merken wir nämlich, dass das Kind sagt, Mama, kannst du es mal lassen, du fässt mich so an, das ist unangenehm. Ja, was vorher so einfach an Erziehung war in den ersten 7, 8 Jahren, ist plötzlich nicht mehr so, weil jetzt wird das Kind erst was Eigenes. Und das heißt, damit können wir die ganzen Fragen von, braucht das Kind unbedingt Kinder zum Beispiel, ja, ganz anders betrachten. Ja, weil der Willen, die Willensbildung im 1. Jahr 7 ist das, was der Fokus sein sollte. Dann kommt die seelische Fühlensbildung. Die Welt ist schön und ich freue mich und ich habe Ehrfurcht vor ihr und ich staune und ich mag meinen Lehrer und der zeigt mir was Wichtiges. Und dann wieder Schritt 3, Denken, Selbstermächtigung der Ich-Kraft, der eigenen Ideale. Dann kommt die Pubertät und die Revolution und sagt, ihr könnt mich mal hier, ich bin ein eigener Mensch, dann knall ich die Türen zu und gehe, weil jetzt kann ich gehen. Ja. Also das zu verstehen, da liegt eine höhere Ordnung dahinter, 1, 2, 3 und die Jahr 7. mit ihren Geburten erst wird in der Anthroposophie, sagt man, der Lebensleib geboren oder Ätherleib, dann erst wird die Seele als Astralleib geboren und dann wird das Ich als Individualität geboren. Jetzt kann ich mit meinem geistigen Wesenskern loslaufen in die Welt. Ganz, ganz jetzt mal grob gesagt. Und dann geht's aber weiter, weil dann muss das Ich jetzt rückschauen, was hat es für einen Rucksack gepackt und den müssen wir ja wieder auspacken. Ja. Also mit meinem Ich in die Selbstreflexion und das sind dann die tieferen Inkarnationsprozesse, wo ich dann das, was ich mitgebracht habe, durcharbeite. Verstehen lerne und metamorphosieren lerne. Das ist Seelenverwandlung dann. Und das geht ein Leben lang. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf, aber was mich total erstaunt, dass das alles zur Inkarnation dazugehört, ne?
Ja, weil wir wollen ja unsere Seele auf Erden bringen. Wir wollen praktisch in diesem Leib so sein, dass wir auch unseren Willen spiritualisieren. Mhm. Ja. Wo wir als Menschheit im Moment stehen, ist der Verstand. Das heißt, das Ich ist ganz hier oben. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass das Ich immer weiter sein Fühlen versteht. Denn viel, was jetzt gerade läuft, sind unbewusste Motive von Angst. Wenn wir verstehen, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir das Herz öffnen, dann geht unser Ich ins Herz und öffnet für seine Individualität. Dann muss es nicht streiten, dann muss es nicht Recht haben, dann muss es nicht beweisen, dass es der Bessere ist, sondern dann lässt man die Welt stehen und sorgt für sich und setzt sein eigenes daneben und versucht mit seinem Willen im Tun das Gute für die Welt. Ja. Nicht indem ich kämpfe gegen das, was da draußen ist, sondern indem ich das Gute tue, und das nennt man Spiritualisierung des Willens. Und dazu brauche ich dann, öffne ich meine geistigen Organe, indem ich meine Imagination schule, meine Intuition und meine Inspiration. Das sind die drei Organe, die wir brauchen dann auf höherer Ebene dafür. Und das sind lange Prozesse, ja, weil wir stehen auch als Menschheit noch nicht und unsere Gesellschaft unterbindet das gerade. Und deswegen sind es viele, viele Widerstände, die auch gesellschaftlich kommen gegen diese Ich-Entwicklung, gegen diese Entwicklung zum höheren Geist selbst des Menschen. Ja, es ist so wichtig, wenn ich das noch sagen darf, dass wir gerade darüber sprechen, liebe Ada, weil eben der Angriff auf diese Entwicklung sehr stark ist und weil wir viele Kräfte jetzt schulen müssen, trotzdem diesen Weg zu gehen und uns nicht irritieren zu lassen. Das fordert uns ja gerade richtig heraus, wie du sagst, ne? Da kommen Angriffe auf verschiedensten Ebenen. Und wir müssen lernen zu verstehen, um was geht's jetzt eigentlich wirklich. Und wir haben eigentlich eine spirituelle Krise in der Menschheit. Ja, total. Also ich finde das so unglaublich tief, was du erzählst. Weil ich bin ja selbst von der Ausbildung, bin ich ja studierte Pädagogin. Ja? Und das Kind soll ab dem zweiten Lebensjahr das und das können, ab dem dritten das und das. Das ist alles, teilweise überschneidet sich das, was du mit dem, was du erzählst, aber das hat jetzt total andere Bedeutung für mich, dieses Wissen, einfach weil das, weil der Mensch in diesem Moment mit dem Universum, mit was Höherem, mit Erde, mit anderen Menschen verbunden ist. Ne? Weil, also mir kommt es jetzt so vor, ich habe dann Pädagogik gelernt, bestimmte Theorien, die bestimmte Menschen quasi zusammengefasst, erstellt haben. Aber dieses Verständnis, warum ist das so diese Tiefe, hat mir total gefehlt. Da, wo du jetzt erzählst, kann ich dann total gut nachvollziehen, warum das so ist. Und dann höre ich auf, bestimmtes in Frage zu stellen und zu sagen, okay, warum ist das jetzt so? Ach, es ist jetzt nicht so oder so. Wenn man sich so ganz tief damit beschäftigt, wird einem klar, dass ich einfach eine Zelle bin als Mensch, ne? Vom Ganzen, dass ich alleine, wie soll ich sagen, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ja, dass du Teil des Ganzen bist. Du bist ein Teil dieses großen Ozeans, in dem wir alle sind, ja, in dieser Verbundenheit, und trotzdem dürfen wir in Freiheit unsere Individualität leben. Aber das wird uns erst gelingen, wenn wir uns wieder verbunden verstehen und was das heißt. Das gehört eben zum Ganzheitlichen dazu. Individualität ist nichts Abgeschnittenes. Abgeschnitten ist immer nur das Ego. Das Ego ist allein. Ja, die Individualität fühlt sich zu jedem Zeitpunkt, egal was sie erlebt, verbunden und sieht Sinn in dem, was sie erlebt. Und diese Sinnhaftigkeit, dass ich in allem, was ich erlebe, mich weiterentwickeln kann, das trägt uns ja auch die ganze Zeit. Wir werden ja getragen von der Zukunft aus. Das heißt, dieses Bild, was wir im Herzen haben, dieser Lebensentwurf, dieses Urbild, zieht uns die ganze Zeit in die Zukunft. Und wenn ich in der Krise bin, dann ist es ja eigentlich schon der Umkehrpunkt, an dem ich spüre, ich will was anders machen.
Ich bin in der Krise, weil ich was verändern will. Es ist immer nur die Frage, von wo schaue ich drauf? Und wenn ich von oben drauf schaue, sehe ich, ich bin schon am Umkehrpunkt. Da zeigt sich mir gerade ein Wendepunkt für meine Biografie. Ja? Denn das Schöne ist, wie du sagst, der Inkarnationsimpuls, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, das ist wie ein ganz tiefes Bild im Herzen. Das will ich tun. Das ist meine Mission. Und wir haben keinen Frieden, wenn wir sozusagen vorher aufhören. Das ist immer wie so, das treibt uns immer an. Ja? Da gibt es ein geheimes Gefühl von, da will ich hin. Und das ist etwas, was aus der Zukunft uns ruft. Und deswegen hören wir gar nicht auf, dahin zu wollen. Das ist ja das Schöne und man sieht es am Kind. Es ist anders, ob wir sagen, das Kind muss mit einem Jahr ungefähr laufen oder mit 14 Monaten, weil das sich so gehört, Punkt, weil das so ist. Ja, genau. Oder wenn man sagt, boah, wow, dieses kleine kosmische Wesen oder dieses große kosmische Wesen verbindet sich mit dem kleinen Körper und lernt selbst den Raum zu ergreifen. Der erste wichtige Selbstermächtigungsschritt für diesen ganzen Plan, der dahinter steckt, dass das mal vielleicht, weiß ich nicht, was dieses Kind mal auf Erden bringt, ja? Was es für wichtige Veränderungen. Ja. Und deswegen regen wir in der Anthroposophie auch immer dazu an, das Wesen zu verstehen und seine Zukunft mit versuchen zu ahnen, damit wir einen schönen Umraum bilden. Ja, weil es drückt die Art, wie es spielt, wie es spricht, wie es die Welt ergreift, was es staunt und nicht. Die Kinder zeigen schon viel von ihrem Wesen, wenn sie klein und sich zeigen dürfen. Und dann haben wir ein ganz anderes Menschenbild. Ja. Ja. Das Kind muss und es muss jetzt damit konfrontiert werden und das lernen. Nein, das Kind entfaltet sich und wir sind der Umraum, sagt ja auch Maria Montessori so schön. Es offenbart seine Menschwerdung eigentlich. Und wir dürfen staunen in dieser Menschwerdung und natürlich begleiten im Sinne Weise, dass wir die Gesetzmäßigkeiten verstehen, was es braucht. Denn das erwartet das Kind von uns, dass wir ein guter Umraum sind. Dass wir das zur Verfügung stellen, was das Kind wirklich braucht. Wenn wir ein kränkender Umraum sind und wir müssen uns als Umraum des Kindes verstehen, dann zieht es sich zurück und exkarniert ein Stück, dann kommt es eben. Ja, es ist wie wenn es in eine zu kalte Badewanne geschmissen wird. Wenn da was ist, was kränkt, ob das jetzt Konflikt ist, Streit, Verlusterfahrungen, ja, Zwang, strenge Eltern, keine Ahnung, dann zieht es natürlich sein seelisch-geistiges Wesen wieder ein Stück aus dem Körper raus und dann wird auch die körperliche Entwicklung vielleicht gerade unterbunden, dann kriegt es Bauchschmerzen, ja, dann kann es sich nicht entspannen, ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Vorgänge, wo wir sehen können, jetzt geht das Kind raus und verschließt sich. Und das sind eben die Momente, wo es sich der Welt gegenüber verschließt und gerade verschließen sich ganz viele Kinder. Ja, die wollen gar nicht hier ankommen, das ist richtig tragisch. Ja, ist total spannend, was du eben angesprochen hast, dass ich quasi dieses, die Seele geht ein Stück aus dem Körper wieder raus, weil es halt bestimmte Erfahrungen, traumatische Erfahrungen erfahren hat oder gehabt hat. Und dass wir das auch beim Kind wirklich auf der körperlichen Ebene oder auf der psychischen Ebene erkennen können. Ja, das kann man sehen lernen. Ja. Also Kinder laufen nicht richtig, dass sie nicht richtig sprechen, ist zum Beispiel ein Exkarnationsvorgang. Sprache ist das Zeichen der Seele, wie wir sprechen. Kinder wollen sprechen, die haben Freude daran. Und sie drücken durch Sprache ihre Freude an der Welt aus. Sie brauchen Vorbilder, die lebendig sprechen, keine digitalen Geräte, weil da ist kein lebendiges Wesen drin. Ja. Denn die Sprache ist beseelt. Sie brauchen einen beseelten Menschen, der mit ihnen spricht und auch sinnvoll spricht. Aha. Nicht technische Dinge spricht. Es braucht sinnvolles Sprechen. Ja, die Frage, wie sprechen wir mit den Kindern? Die meisten sprechen über ihre Kinder hinweg. Die Kinder erleben Sprechen nur, dass man mit der Freundin spricht und mit dem Handy spricht und mit dem Ehemann spricht. Aber wie sprechen wir unsere Kinder an? Ja. Wo sprechen wir sie gut an? Die sind ja noch so nah an der geistigen Welt. Deswegen rufe ich oft Eltern und Mamas dazu auf, betet mit euren Kindern. Das ist so heilsam. Verse, die rhythmisch sind, die eine gute Sprache haben, die Verbindung zur geistigen Welt schaffen, ja, durch die Worte zum Beispiel, dann erinnern sie sich und dann fühlen sie sich geborgen.
Total spannend. Beispiel, ja. Ja, ja. Total spannend. Also vielleicht noch, weil wir gerade dabei sind, es gibt drei wesentliche Dinge, wie das Kind sich an die geistige Welt erinnert. Ja? Mhm. Eben das Gebet, ja, wenn die Mama aktiv auch mit der geistigen Welt verbunden ist, wenn sie versucht, authentisch zu sein, das ist ja unser Weg, aus der Wahrheit des Herzens spricht, dann erkennt das Kind diese Verbindung. Wenn ich unklar bin mit dem Kind, wenn ich nicht anwesend bin und irgendwie meine Sachen mache, in Gedanken bin, dann erkennt uns das Kind nicht als geistiges Wesen. Wenn wir mit dem Kind in die Natur gehen, weil da erlebt es das Abbild der göttlichen Welt. Alle Kinder sind glücklich in der Natur. Ja, ja. Ja, kann man unbedingt sagen. Was habe ich jetzt? Jetzt habe ich eins verloren, drei Sachen habe ich gesagt, das fällt mir das dritte nicht ein. Ja, und wenn das Kind natürlich in die Nacht geht, dann geht es in die geistige Welt, deswegen ist das Gebet so wichtig, weil den Kindern es nicht leicht fällt, diesen Übergang zu schaffen, oft mit dem Einschlafen. Und dann geht es ja nachts wieder in die geistige Welt, und wenn man ihm sagt, dass es in diese geistige Welt wieder hineingeht, das ist das Beten. Ja. Und wie finde ich so passende Gebete dazu, wenn ich zum Beispiel die nicht kenne? Gibt es in Verlag Freies Geistesleben, findet man Beten mit Kindern. Ah, okay. Kann man richtig suchen, ja. Kann man aber auch versuchen aus dem Herzen, so wie du. Es ist ja wichtig, dass es authentisch ist, wie man selbst eben die göttliche Welt erlebt. Kann man auch dem Kind einfach erzählen, dass da die Engel jetzt auf ihn warten. Ja, und die kommen dann, wenn das Kind müde wird, und dann holen sie das Engelchen ab, und dann sitzt es auf der Wolke. Keine Ahnung, man kann ja Bilder schaffen. Einfach. Ja. Kinder verstehen schon, wie das gemeint ist und dass es da geborgen ist. Und also von den Engelchen hören alle Kinder meines Wissens gerne. Ja, das ist ja quasi mit jedem, also mit jedem Gebet so, dass du dein Gebet auch frei sprechen kannst, so einfach aus dem Herzen, so wie du gerade im Moment fühlst, ne? Ja. Genau, das, was dein Stand ist, ist ja wichtig, deine eigene Spiritualität da drin auch weiterzugeben, was für dich wahr ist. Und das Kind ist ja zu dir gekommen als Mama. Deswegen sucht es dich und deinen Weg, weil es da in der Seelenverbindung ist und in der Seelenfamilie. Da ist ja das Bewusstsein ungefähr ähnlich, wobei die Kinder immer aus der Zukunft kommen und damit schon das Bewusstsein von morgen wie ein Stück mittragen. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass wir nicht ihnen unser Denken geben, wie Khalil Gibran sagt, denn sie kommen von morgen, sondern dass wir einfach ihnen den Schutz und den Raum geben, sich zu entfalten, aber ihnen nicht unsere Gedanken aufzwingen. Ja. Aber wir können staunen mit ihnen, wir können eben begeistert von der geistigen Welt erzählen, ja, und wir können selbst üben, wo nehmen wir das überall wahr. Denn für das Kind ist noch alles beseelt, die Musik ist beseelt, die Sprache ist beseelt, das Kochen ist beseelt, die Düfte sind beseelt, alles ist lebendig für das Kind, alles. Und es kann über alles staunen, was lebendig ist. Ja, ja, du erzählst jetzt einfach, ich war sehr erstaunt, zum Beispiel bei meinen Kindern, als sie zum ersten Mal, als wir über Schöpfer gesprochen haben, wer Schöpfer und so, wie sie diese Informationen aufgenommen haben. Ich habe die beobachtet, als ob das für die, als ob sie das schon tausende Jahre kennen, ja, die haben nichts in Frage gestellt. Und dann hat der Noah, der war damals 4, hat dann auch gesagt, ich weiß, dass ich dem Schöpfer sagen kann, was ich mir wünsche, und dann tut er auch das, was ich nachfrage, oder ne, das, was mein Wunsch ist. Und dann bin ich quasi schon so ein bisschen abends so ein bisschen eingedüst. Ich liege immer so zwischen denen, so auf beiden Seiten liegen die dann, so bringe ich die ins Bett. Und dann haben die so ganz noch lange Zeit so ihre Wünsche so gesprochen. Und für mich war das so erstaunlich, wie mit welcher Selbstverständlichkeit sie das machen. Also, dass sie dann das gar nicht in dem Moment, dass es Schöpfer gibt, in Frage gestellt haben. Ja, das war für sie. Den gibt's also, ne? So. Ja, genau so. Ja.
Also ja. deswegen, es gibt viele Sachen, zum Beispiel Kinder gehen mit Tod ganz anders um. Das ist für die sehr, sehr natürlich, dass die Seele wieder nach Hause geht. Ja, manchmal meinen ja Erwachsene, sollen Kinder nicht auf eine Beerdigung mitnehmen oder mit sowas konfrontieren, was Grausames. Aber die haben einen anderen natürlichen Zugang, weil das natürliche Wesen des Kindes kosmisch ist. Und es sieht die Dinge kosmisch. Es sieht sie nicht eng durchs Leid und durch... sondern es sieht sie in einer Weite noch. Das geht natürlich Stück für Stück verloren, weil sie diese Sozialisierung ja annehmen müssen, weil sie wollen ja die Erde in dieser Kulturepoche verändern. Und manchmal tut es richtig weh, ich habe das erlebt bei meinen Kindern, wenn die dann so mit wann fängt denn das an, mit 5, 6 werden die so altklug und dann kriegen die sowas von dieser Kulturepoche, wo die dann auch ernsthafter werden und so, wo man so merkt, jetzt schleicht sich was ein und aus dem Denken dieser Zeit, nenne ich es mal. Wenn die 3, 4 sind, das ist noch so wunderbar, also finde ich, wenn sie, weiß ich nicht, wenn sie nicht im Kindergarten waren, ist noch so wunderbar, dann, ja, wenn man ihnen Zeit lässt. Und dann sprechen sie aus dieser Einheit heraus. Ganz. Sie malen auch aus dieser Einheit. Ja. Ja, total. Ja, sie malen ja Sonnen und runde Körper und alles kommt aus diesem Kreis des Lebens, der Wahrnehmung. Es ist miteinander verbunden und sie sehen die Dinge heil. Und sie sind hier und jetzt und deswegen bin ich sicher, steht in der Bibel, werdet wie die Kinder, weil sie absolut präsent im Hier und Jetzt sind. Deswegen kann man sie natürlich so leicht ablenken. Ja. Also dann wieder hier und jetzt. Oh ja, okay, Mama sagt, ich bin nicht da. Stimmt. Ja. Warum findest du denn so wichtig, dass die Kinder besonders in den jungen Jahren mehr Zeit zu Hause verbringen, mehr Zeit in ihrer Familie? Hängt das bestimmt das Ganze mit dieser mit der Symbiose zur Mutter, ja, und der Inkarnation dieser Schicht der Seele? Kannst du das mal noch mal erklären? Also das Wichtigste ist, dass das Kind eigentlich von selber zeigt, wie viel Abstand es braucht und wie weit es sein Radius erweitert. Es erweitert von selbst sein Radius. Wir haben ja gesagt, es greift den Raum erst im Laufen, dann im Sprechen, dann im Denken. So, und dann ist es 3. Und das heißt, es hat eigentlich mit einem Jahr, wenn man es in eine Krippe gibt, noch gar nicht den Raum des Sprechens ergriffen. Es kann noch gar nicht sagen, ja, was braucht es gerade? Das allein hat ja schon eine Frage, ist das eigentlich ein sinnvoller Zeitpunkt, wenn das Kind noch gar nicht sagen kann? Und wenn es noch gar kein Ich empfinden kann, weil das kommt ja erst mit 3, was selbst jetzt ja, ein Stück weit wahrnimmt, dass es hier auf Erden ist. Und das Kind will sein Radius erweitern. Die ganze Entwicklung ist auf Selbstständigkeit angelegt, auf Menschwerdung. Wir müssen keine Angst haben, dass wir Kindern viel geben, sondern sie brauchen diesen Schutz, um in Ruhe diesen Ablöseprozess und nicht nur in Ruhe, sondern auch in Sicherheit. Also, dass ich die Erfahrung, die Grunderfahrung habe in mir, ich kann den Zeitpunkt selbst bestimmen, wann es soweit ist. Wenn wir in der Krise sind, zum Beispiel Trauer von einem Menschen, dann dauert bei dem einen die Krise 3 Monate, beim anderen 3 Jahre. Wir können das nicht beschleunigen, weil wir nicht wissen, welche komplexen Vorgänge mit anderen Inkarnationen die Trauer da bearbeiten muss. Irgendwann spüren wir, wachsen wir raus und greifen ein neues Leben. Wir wissen nicht, was hat der für eine Bedeutung, der Mensch für uns, wenn ich über Inkarnation hinwegdenke und so weiter. Das ist nicht vergleichbar. Und es gibt die Rhythmen, natürlich im ersten Jahr trotzdem ist jedes Kind individuell. Wenn das Kind zum Beispiel in der Zukunft einen Gemeinschaftsimpuls hat, also die Gemeinschaft auf die Erde bringen, dann wird es auch wahrscheinlich eher inkarnieren in ein Feld, wo vielleicht Großfamilie ist, ja, wo schon das Kind verschiedene Bezugspersonen hat. Das heißt, das Kind, wir plädieren als Mütter der neuen Zeit, sage ich jetzt mal ganz bewusst, auch als Bewegung nicht dafür, dass das Kind nur an die Mutter sozusagen gebunden ist, sondern es ist natürlich an die Mutter gebunden, weil die Symbiose ist real, aber es kann sich im Umraum an mehreren Menschen bezugsmäßig orientieren, aber es soll ein natürlicher Vorgang sein, ausgedachter. Es inkarniert in das Seelenfeld, was stimmig ist. Wenn da eine gesunde Nachbarschaft ist zum Beispiel, ja, wo die Nachbarin ganz lieb um die Ecke ist und das Kind geht da mit 1,5 hin schon,
Ja, wunderbar. Dann ergibt sich das aber aus dem sozialen Umfeld, weil das Kind da inkarniert hat und nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, weil ich möglicherweise berufstätig bin. Das ist, verstehst du, was ich meine? Das ja, ist ja, ja. Willensprozess des Kindes. Und das Kind entscheidet ja nicht bewusst, sondern geht willensmäßig zu anderen Menschen, zu Opa, weil der halt der Opa da, was weiß ich, jeden Tag ein Märchen vorliest im ersten Stock. Dann geht's dahin oder zu dem Nachbarn. Aber wir haben ja eine sehr künstliche Welt und solange wir nicht dieses Dorf, was viele sagen, oder diesen gesunden nachbarschaftlichen Umraum haben, ist natürlich die Kleinfamilie oft eine Belastung. Aber jede Mutter muss gucken, was kann sie leisten. Und ich würde sagen, das Kind bringt ja dieses Karma mit, dass es die Mutter da fordert, wo auch sie selbst ihren Entwicklungsprozess hat. Ja. Und dann kann ich ja spüren, was tut meinem Kind gut und was tut mir gut, damit wir da eine Balance finden. Aber jedes Kind zeigt, wie es sich ablöst und wann es sich ablöst und was stimmig ist. Und die Brüche sind einfach das Gemeine. Weil ein Bruch ist ein Bruch in der Biografie und der ist auch seelisch etwas, wo das Kind sich anpasst. Aber dass es sich anpasst, heißt nicht, dass es nicht eine Traumatisierung in der Seele ist. Die stecken das ja körperlich weg. Ja, verstehe, ja. Ja, macht total Sinn. Ja, also vielleicht das noch, weil das im Moment den jungen Frauen und Menschen Glauben gemacht. Es gibt ja sogar Kita-Psychologen, damit die Eltern sozusagen lernen, mit ihren Verlustgefühlen umzugehen. Das ist eine ganz furchtbare Verdrehung der emotionalen Empfindungswelt des Erwachsenen. Ja, denn die Mutter spürt ja das, was nicht stimmt. Und jetzt soll sie auch noch lernen, dass ihre Gefühle falsch sind. Ja. Genauso gibt es jetzt Bücher, habe ich gerade jetzt gelesen, wie lernen wir unserem Kind gut in die Krippe eingewöhnen. Klar, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, weil unsere gesellschaftspolitischen Verhältnisse so verrückt sind und das Geldverdienen ist unumgänglich, wobei ich sage, wenn ich mich entscheide, tun sich immer andere Möglichkeiten auf. Aber wenn ich jetzt da nicht stehe, dann gibt es bestimmt bessere und schlechtere Eingewöhnungsprozesse. Und bei Tagesmüttern würde ich sogar sagen, gibt es auch manchmal karmische Personen. Wir haben ja auch Tagesmütter bei den Müttern der neuen Zeit, auch Berichte, wo man spürt, das ist unter Umständen ein karmisches Verhältnis. Da kommt eine Bezugsperson über die Tagesmutter ins Leben, die ganz stimmig ist. Das kann absolut sein. Aber dann fühle ich, ach, da kommt gerade zufällig was, das passt alles. Ja, dann muss ich auch emotional fühlen können, dass das alles geführt ist. Ja. Aber jetzt bewusst zu sagen, das ist eine tolle Kita, weil die macht einen tollen Eingewöhnungsprozess, muss noch gar nicht für eine tolle Kita sprechen, weil die Kinder werden halt trainiert, faktisch trainiert, loszulassen, indem sie manipulativ an eine andere Person angebunden werden. Die spüren ja den Willen der Mutter und der Erwachsenen, die sagen, komm, ich spiele mit dir. Ja, die Mama geht jetzt mal aufs Klo für 5 Minuten. Die sind ja nicht blöd, die spüren ja, was mit ihnen gemacht wird. Ja. Und da das Kind aber hellfühlig ist, identifiziert es sich mit dem Willen der Erwachsenen und deswegen schwimmt es dann symbiotisch halt mit. Aber es ist nicht der Wille des Kindes. Das ganz klar sehen und damit ist ein Willensbruch drin und ein Teil, den wir hinterher wieder lange aufarbeiten, heißt, wie komme ich zu meinem eigenen Willen? Ja. Weil das ist das Wichtigste, was wir hinterher brauchen, der Wille ist ja heilig und der wird da gebrochen an der Stelle. Ja, und vor allem das, was du mit den Müttern auch angesprochen hast, das ist ja, das macht man oder hat man früher, so kann ich mich an meine Zeit erinnern, gemacht, du fühlst was Falsches, ja, als Kind, das stimmt nicht, was du da fühlst, ja, und geht jetzt auf der Erwachsenenebene aber weiter, indem ganz viele Mütter berichten, die sitzen dann weinend im Auto und können von der Kita nicht wegfahren, weil sie total aufgelöst sind und eigentlich schlechtes Gefühl haben, aber weil eine Autoritätsperson in diesem Moment das so gesagt hat, dass das richtig ist, höre ich dann quasi auf die, ja. Und das geht ja aber, dieses Hören haben wir ja ebenfalls aus unserer Kindheit ja mitgenommen, weil wir da schon gelernt haben, dass die Autoritätsperson weiß, was für uns richtig ist, ja. Das ist eine Übertragung der Eltern auf die Autoritätsperson, ganz unbewusst. Ja. Genau.
Und dann muss ich nicht in die Verantwortung für meine Gefühle, und es wird uns halt auch sogar ausgeredet. Und das will ich sagen, das ist schwer, weil dann die Autoritätsperson sagt, das ist gut fürs Kind, das hört ja gleich auf zu weinen. Wir haben ja solche Beispiele sehr viel im Buch Mütter der neuen Zeit verarbeitet. Ja, wo dieser seelische Prozess deutlich wird, dieses, das fühlt sich aber für mich nicht stimmig an. Die Kindergärtnerin sagt, aber es ist kein Problem. Ja, jetzt stehe ich zwischen diesen beiden Äußerungen. Wo ist mein Ich? Ja, und da jetzt zu vertrauen, das ist aber nicht gut, was hier stattfindet, weil ich fühle das Kind anders als die Kindergärtnerin, weil ich bin mit dem karmisch verbunden. Und wir dürfen nicht die karmische Verbundenheit von Müttern und Kind unterschätzen. Ja, das ist eine ganz, ganz tiefe Seelenverbindung. Deswegen hat die Mutter einen anderen Zugang. Ja. Ja. Da jetzt selbstermächtigend, ichhaft zu reagieren und zu sagen, vielleicht ist es doch nicht dran, vielleicht habe ich mich verleiten lassen, weil alle es so machen. Und wir müssen lernen, gegen den Strom zu schwimmen, sonst kommen wir nicht zur Quelle, wie man sagt. Ja, also das ist, und das ist nicht einfach, heute gegen den Strom zu schwimmen, aber das gehört zur Seelenentwicklung dazu, dass ich mich unabhängig mache von dem, was alle anderen denken. Und dass ich mich vom Außen unabhängig mache und von den Hierarchischen, wie du sagst, das ist der Experte, das ist der Arzt, das ist die Kindergärtnerin, das ist der Lehrer und so weiter. Und die müssen es ja wissen. Es geht nicht mehr um Expertenwissen, sondern es geht um den spirituellen Weg und um meine Erfahrung. Und da bin ich Expertin. Ja. Die ist ja völlig subjektiv. Wie empfinde ich, dass mein Kind weint? Ich habe so einen Schlüsselmoment mit meinem dritten Kind und ich habe es mir heute... Es ist nicht leicht, sich das dann zu verzeihen in der Rückschau. Ja, der ist jetzt Anfang 20, wo ich sage, und da hätte ich ihn rausnehmen müssen. Da hat er mir ganz deutlich gezeigt, er war 4,5, als er in den Kindergarten kam, in anthroposophischen. Und im Nachhinein kann ich sagen, da war eine Trennung vorher mit dem Papa. Und dann 3 Monate oder 2 Monate später habe ich ihn in den Kindergarten, weil es eine neue Situation war und ich dringend Unterstützung brauchte. Und es war das dritte Kind und er war ja schon 4,5 und ich dachte, das ist wunderbar. Dieses Kind heute war eigentlich mein Kita-Freikind. Ja, was ich jetzt durch die anderen Mütter lerne, und ich habe es halt auch noch im Kindergarten für 2-3 Jahre, der hat so bitterlich geweint. Ich werde dieses Bild heute in der Seele zerreißt mir immer noch wirklich das Herz. Ja, weil ich genau weiß, da habe ich einfach gedacht, ich muss da jetzt durch und er. Aber das war halt mein Glaubenskonzept, da muss man jetzt durch. Nee, hätten wir nicht durchgemusst. Ja, und das tut mir richtig weh, wenn ich auf diese wunderbare Seele heute schaue, die so hellfühlig ist und so zart. Und ich meine, wir sind jetzt mit der Zeit fortgeschritten. Ich sehe, das ist vielleicht für ein anderes Gespräch, aber diese Konstitution der Kinder wird ja immer zarter, weil sie immer hellfühliger sind. Ja, immer medialer begabt. Und jetzt die Strukturen aber immer, ich sage, für Kinder fast grausamer werden. Das heißt, da prallen 2 Entwicklungen zusammen zwischen diesen Ganztagesstrukturen, früh abgeben, funktionieren, Kopftraining, ja, und diese hellfühligen Seelen, die genau sehen, was ihr von uns wollt, ja, und da irgendwie ganz schutzlos sind in dieser Hellfühligkeit. Und von Schutz redet doch keiner mehr. Kinder brauchen Schutz. Wir können ihnen diese Welt, so wie sie ist, nicht von heute auf morgen so präsentieren. Und das spricht für das Zuhause, auch wenn es die Kleinfamilie ist, weil da hat das Kind den Schutzraum. Da erlebt es, die Welt ist gut. Und die Mama hat die Möglichkeit, eine gute Welt ohne Fernseher, ohne Handy, ich sage es jetzt mal extrem, ohne Plastik, ja, mit schönen haptischen Sachen, mit Fantasie zu gestalten. Wir haben zumindest noch die Möglichkeit, dass wir es können, eine gute Welt zu gestalten im kleinen Raum. Ja. Die Frage ist halt nur, wenn jetzt einige Mütter so diese Schuldgefühle haben, diese Bilder im Kopf sehen, ne, die jetzt bewusster werden, wie lernt man da, sich selbst zu verzeihen, oder wie geht man da, ne? Da ist es halt auch nicht so einfach zu sagen, okay, ich habe mein Kind, also mich hat meine Mama mit 7 Monaten in die Kita abgegeben. Oh. Ganztags. Das war dann, in Russland war das ganz normal. Und ich habe dann diese Unstimmigkeit gefühlt, indem ich mich in so Situationen nie verabschieden konnte. Verabschiedung war für mich ganz schlimm. Ich habe dann
Wir haben mehrere Male so, also wir haben in unterschiedlichen Ländern gelebt, gewohnt, und sobald es hieß, geh dich von deinen Freunden verabschieden, ich konnte das nicht. Ich habe mich immer zu Hause versteckt, weil, und ich habe lange Zeit, das hat mich auch im Erwachsenenalter beim Jobwechsel, ich bin einfach wie kleines Kind, einfach ohne Verabschiedung weg, weil, und ich dachte, irgendwas stimmt da nicht, ich verstehe das nicht. Und dann habe ich quasi meine Mutter darauf angesprochen, und dann hat sie gesagt, ja, mit 7 warst du schon in der Kita, und ich habe dich dann einfach in die Hand gedrückt und weggelaufen. So. Und ganztags, ohne Mama, ohne, und das war, und da kommen ganz, ganz viele, ja, Probleme würde ich nicht sagen, aber so total Schwierigkeiten, die ich jetzt im Leben habe aus dieser Zeit, die ich aber erst deuten muss, wo die Quelle ist, ja. Ja. Vieles kann man ja so einfach. Ja, du bist dann der Weg. Nein, nein, dann du merkst aber in dem Moment, du hast einen inneren Beobachter, du hast es sehr schön beschrieben. Da gibt es etwas, wo du dran stößt und denkst, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ja. Du siehst dich wie von oben, dass alle sich verabschieden und du kannst es nicht. Und der Schmerz ist ja vielleicht noch gar nicht in seiner vollen Umfänglichkeit spürbar, aber der Beobachter spürt, da stimmt was nicht. Und das ist das Reflexivmoment, was nur wir Menschen haben, zu merken, da will ich ein Stück tiefer gucken. Jetzt gehe ich rein, jetzt ist es ja eine Entscheidung, gucke ich hin oder gucke ich nicht hin. Ja. Und da, wo wir stolpern, sollen wir eigentlich hingucken, im Sinne, da wird dir was gezeigt gerade. Und dass es dann hinterher alles wieder sinnvoll ist, das sehen wir ja manchmal erst in der Rückschau. Wir müssen das Leben vorwärts leben, das ist eben das Karma. Und in der Rückschau erleben wir, wie sinnvoll unser Karma uns in die Zukunft führt. Also da ist auch ein Zukunftsimpuls. Jetzt machst du den Podcast, ja? Guck mal, und bringst so vielen Menschen vielleicht Licht und Liebe damit und Erkenntniskraft, ja? Für viele Menschen durch deinen eigenen Weg. Und da spürst du ja schon die Zukunftskraft, die da drin steckt. Ja, du kannst es teilen mit den anderen. Ja. Aber es ist auch schmerzhaft, eben hinzukommen. Aber was mir total gut gefallen hat, dass du, was du angesprochen hast, diese Krise, ja, von der du gesprochen hast, du hast ja, ich bin ja seit zwei Jahren echt wirklich aus einer tiefsten Krise persönlichen raus. Also das hat sich wirklich wie ein tiefes Loch angefühlt. Und du sagtest, wenn man schon in der Krise drin ist, eigentlich ist es schon so dieser Bogen in die neue Richtung, ne? Also dieses Loch sollte man, so habe ich das verstanden, auch nicht so mega negativ nehmen, sondern das ist schon was da, aber du musst nur halt abbiegen, ne? Genau, du musst sie lesen lernen, sag ich immer. Warum ist sie da? Aber sie ist eigentlich schon der Wendepunkt. Sonst wäre der nicht drin, genauso wie Krankheit der Wendepunkt ist. Ja? Ich würde nicht krank werden, wenn da nicht schon was neuer Impuls drin ist für etwas anderes. Und es ist wichtig, dass wir unsere Seele wieder lesen lernen. Was wir ja im Moment machen, ist den Menschen von der Seele abschneiden und so zu tun, als ob er keine Seele hätte und nur Verstand ist und nur Denken ist. Aber das reduziert den Menschen ja total. Man versucht ja, die Seele ins Gehirn zu verorten. Ja, was absoluter Quatsch ist mit der ganzen Gehirnforschung. Ja, die uns natürlich verführt zu denken, dass ich und das Bewusstsein wäre im Gehirn. Nein, das ist nur der physische Abbild für die Leiber, die wir haben. Aber die Seele, das ist in Farben und Bildern. Hellsichtige Menschen sehen die Aura in Farben. Ja, der Astralleib ist farbig, je nachdem, welche Stimmung wir haben. Ja, ob wir wütend sind, ob wir liebevoll sind. Und an den Kindern sieht man dieses Licht. Deswegen sagen wir als Mütter der neuen Zeit, die Mütter haben die Aufgabe, das Strahlen ihrer Kinder zu schützen. Denn die Kinder leuchten ja durch die Augen und sie leuchten um ihren Körper rum. Und wenn dieses Strahlen nicht mehr ist, dann sollten wir wirklich uns Sorgen machen und hingucken lernen. Ja, wenn dieser Blick stumpf wird. Ja, dann kann man erkennen, ob das Kind wirklich mit seinem Herzen und mit dem Kosmos zusammen noch im Einklang ist. Ja, total spannend. Jetzt sind wir mit dir schon über die Zeit, liebe Sabine. Ja. Aber es hat, also ich liebe so ganz tiefe Gespräche, dass man da durch Menschen so wie dich
dahin geleitet, also dass man dahin geleitet wird. Also, ne, so schau mal, da gibt's mehr. Und da gibt es auch Erklärungen, total sinnvolle, tiefgründige Erklärungen für das, was wir jeden Tag um uns herum sehen und eigentlich schon gar nicht mehr wahrnehmen, so, ne, auf dieser Ebene. Ja, wir sind unglaublich abgespalten und verstrickt in diesem Hamsterrad. Und ich denke, die neue Zeit ist die große Chance jetzt. Und die Krise, die wir haben, ist eben der Umkehrpunkt in die neue Zeit. Dass wir sehr viel wacher und erkenntnismäßiger bestimmen, wie wir leben wollen als Menschen und wie wir sein wollen. Und da darf jeder bei sich selbst anfangen. Ja. Schön, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Das Buch von dir verlinke ich in der Beschreibung, Profilbeschreibung. Also ich habe das Buch gelesen, das ist ein richtig tolles Buch, vor allem, weil du da nicht alleine schreibst, sondern da beschreiben die Mütter, da schreiben ihre Geschichten und wie sie das alles sehen und wie sie zurechtkommen mit Betreuung ihrer Kinder und wie sie sich umentscheiden. Jeder geht halt seinen individuellen Weg, aber irgendwie gemeinsames Ziel und ganz viele individuelle Wege, wie man es schaffen kann. Ne? Ist total spannend. Genau, auf jeden Fall sehr empfehlenswert zu lesen. Und vielen herzlichen Dank für dein Wissen, für dafür, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Arta, für den Raum. Es ist so wichtig, dass wir über diese Dinge jetzt sprechen lernen. Dankeschön. Ja, danke. Und wenn dir dieses Thema gefallen hat und dir das Interview gefallen hat, dann tu uns einfach den Gefallen und bewerte den Podcast bei iTunes mit 5 Sternen, weil damit kannst du uns am meisten helfen. Und damit auch viele, viele Leute diese Podcast-Folge sich auch anhören können, würde uns sehr, sehr freuen. Und ganz klar, folge sehr gerne für mehr Informationen der lieben Sabine, als auch natürlich uns auf unseren Instagram-Profilen, würden uns sehr freuen, mit dir in einen regen Austausch zu gehen. Aus diesem Grunde, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für dich, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. In diesem Sinne, mach's gut, bis dann und ciao, ciao.